hier bei Let's Play Minecraft Gaming. Oh, es ladet mal ganz kurz. Wir müssen warten, bis es fertig geladen, glaube ich. So, auf jeden Fall, wir sind spät abends noch am Server und diesmal bin ich heute alleine. Oh, ich muss essen. So, wir müssen ein bisschen Sachen rechnen noch, also dass wir da für die nächste Aufnahme halt alles haben. Ich weiß es gar nicht. Ich wollte ja eigentlich da unten diese Kante, die wollte ich ja noch fertig bauen. Da brauche ich aber ein paar Schaufeln. Deswegen sagte ich ja Sachen rechnen. So, wir werden es einfach mal. Wir haben kein Eisen mehr. Wo ist denn das ganze Eisen hingekommen? Muss ich mal schauen. Hat das ganze Eisen mitgenommen, der Mesh Universe? Da werden wir mal schauen, da werden wir mal runtergehen. Und unten schauen, ob hier irgendwo Eisen ist. Der ist, glaube ich, nach unten getan, kann das sein? Komplett nach unten getan. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. So, wir haben ja auch noch hier Truhen. Schauen wir einfach mal. Nein, hier ist nichts. Hier ist nichts. Und ah ja, hier haben wir es ganz Eisen. Wir brauchen viele Schaufeln. Wir haben 9 Sticks, deswegen machen wir da einfach mal 4-4 und holen uns gleich mal direkt 4 Schaufeln, weil heute machen wir ein ganz klein wenig Terraforming, so spät abends. Ich war die ganze Zeit weg gewesen, ich konnte jetzt gar nicht mehr aufnehmen, weil ich war mit den Kollegen da im Kino, weil ich ja Geburtstag hatte und alles. Ja, es war sehr schön, also der Film war echt krass. Ich habe mich da 4 bis 5 Mal erschreckt und ja, Horrorfilme zu schauen ist schon echt was, ist echt ein Wahnsinn, also man muss sich das echt mal geben, so. Terraforming, genau, wir machen jetzt mal unten den Weg hier sauber noch. Ich glaube, wir müssen da die Kante auch noch weghauen. Oh, es hat kurz geleckt. Okay, das ist wahrscheinlich, weil der Server noch an ist und dauerhaft läuft, deswegen muss man da immer gucken. So, wie viel Erde haben wir denn hier? Wir haben hier 4 Erde. Die Karotte lassen wir mal in der Leiste drin. Und pflanzen die mal richtig gescheit hin, dass wir halt so eine Kante haben. Ich mag das nicht so, wenn die so schräg abgekantet sind. Also so hier, so zum Beispiel, diese zwei nebendran. Und da will ich es auch schon, dass es so schön gerade ist. Genauso. Zack. So, machen wir das noch weg. Zack, 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 zack. Einfach mal die komplette Erde hier weg. Das passt überhaupt nicht. So. Wir müssen das Gras hier auch noch wegkauen, weil das gehört nicht dazu. So, dann machen wir hier noch die Erde hin. Und müssen jetzt mal schauen. Ich glaube, wir brauchen da noch ein bisschen. Auf jeden Fall brauchen wir auf jeden Fall viele Eimer. Viele Eimer ist sehr wichtig. Die Eimer müssen auf jeden Fall gelegen sein. Sonst kann ich ja nicht arbeiten. Und ein bisschen Erde brauche ich auch noch. Jetzt schauen wir erstmal, dass wir Treppen holen. Oder hat er noch Treppen drin gehabt? Ich weiß es gar nicht. Hier, Bruchsteinstufen hat er drin. Dann machen wir es noch mit Bruchsteinstufen. Sieht auch schön aus, bestimmt. Und das klingt bestimmt super, wenn da mit Bruchsteinen so gearbeitet wird. Ja, das sieht sehr schön aus. So, dann machen wir einfach mal die Reihe hier fertig. Und können dann auch so schön hochlaufen. So, dann machen wir es hier auch noch auf der Seite. Dass wir ja nicht runterfallen. Wir haben jetzt hier schon mal so gebaut, dass jetzt brauchen wir hier noch Kies. Hat er auch Kies gehabt? Ich weiß es jetzt gar nicht. Ja, Kies war auch dabei. Kies nehmen wir da mal mit raus. Und bauen uns jetzt einfach mal hier so einen schönen Weg mit der kaputten Schaufel. Damit wir die endlich mal. Oh, da ist Wasser auf jeden Fall. Das müssten wir zumachen. Das müssten wir auf jeden Fall zumachen. Machen wir das mal so. Besser so. Zack, zack. Zack, zack. Machen wir es einfach mal so zu, wo überall Wasser ist. So, machen wir so, zack, 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 zack. Also der ganze Boden ist mit Wasser, das ist halt das Problem. So, machen wir jetzt einfach mal so.
Zack, zack. Und zack, zack. So, da haben wir das da hier mal schon mal abgedeckt. Und die Schaufel ist auch gleich am Arsch. Genau. Hier sind nochmal zwei Wasserlöcher, wo wir zumachen. Und dann bauen wir eigentlich da hoch. Ne? Ich hoffe, dass jetzt kein Wasser mehr kommt. So, dann werden wir jetzt einfach hier das ganze Kies ansetzen. Zack, 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 zack. Ich hoffe, das reicht. Nein, das reicht nicht. Dann werden wir jetzt einfach mal so hinsetzen, was wir haben. Oder wir holen uns einfach noch Kies. Das ist nämlich sehr wichtig, dass wir uns noch Kies holen. Ja, oh, meine Augen brennen ein bisschen. Ist halt schon ein bisschen spät. Also ganz spät abends schon. Und dann nehme ich jetzt einfach noch direkt eine Folge auf. So. Hier echt kein Kies. Wo ist denn das ganze Material hingekommen? Ja, 7 Kies haben wir noch. Er hat das ganze Material irgendwie verballert, der MS Universe. Hm, schade. Wir müssen mit dem nächsten Farmen gehen, denke ich mal. So, dann machen wir das hier noch so zu. Zack, zack, zack. Und dann werden hier 4 offen bleiben, so lang. Weil wir einfach ja nichts haben mehr an Kies. Werden wir hier so schräg so einen Weg bauen. Da dann hier so und dann so rüber, genau. Und dann geht's eigentlich hier hoch, genau. Aber dann müssen wir ja wieder den Baum wegmachen. Hm. Und die Bäume will ich ungern wegmachen. Vielleicht machen wir dann den Weg so rüber. Und machen hier so ein bisschen das Laubfeld hier weg. Genau, dass es eher genauso hier abschreckt halt. Und setzen wir das jetzt einfach mal an. So, dass es wenigstens noch einen Weg gibt. Ist zwar ein ganz kleiner Weg, aber was soll's. So, dann haben wir das hier schon mal. Ich werde es aber jetzt nur so ansetzen, wie weit ich halt gehe. Und nee, warte mal, wir könnten theoretisch hier auch, das würde aber das wäre nicht sinnvoll. Nee, wir lassen das so und machen dann hier so das Kies und dann hier so das Kies und dann läuft das auch. Das hier soll ein Zweierweg werden, denke ich mal. Dann machen wir einfach hier die Seite noch weg. Und dann kommt hier noch so ein Weg dran. Und dann haben wir hier so, ja, das ist halt so zu dem wird, was ich halt bauen möchte. Das verrate ich aber euch noch nicht. So, oh nein, es regnet. Ich hasse Regen. Das sieht man jetzt nicht so, weil das nicht so bei mir grafisch drin ist, aber das hört man wahrscheinlich. So, er hat noch Eisenbarren gehabt. Das wollte ich nicht, aber ich bräuchte die Eimer auf jeden Fall. Vielleicht wissen es schon manche, was ich bauen will oder was ich versuche zu bauen. Man weiß es nicht. Und dann machen wir jetzt einfach mal zack, 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 zack. Und gucken, dass wir halt so eine ganz gerade Linie kriegen. So. Das machen wir noch weg. Das machen wir noch weg. Das ist ganz viel Erde eigentlich, ne? Also, das ganze Erde abbauen, das ist gar nicht so mein wahres Teil, was ich da gerne mache. Aber was weg muss, das muss weg. Und wir machen da jetzt einfach mal ein paar rein. Da kommt dann ganz viel Wasser rein und ihr wisst auch schon, was es sein könnte. Aber ich verrate es trotzdem nicht. Weil ich Doomsday heiße. Nein, Scherz beiseite. Ich verrate es einfach nicht, weil dann ist es einfach kein Geheimnis mehr. Und das will ich nicht. Soll ich so lassen? Ja. Ach du Scheiße, warte mal, da ist noch ein Block gewesen, ne? Den machen wir noch zu.
Zack, 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 zack. Ist auch schon wieder ein bisschen dunkel. Und das ist dann wieder so problematisch. So, wir machen noch das hier weg. Und diese Reihe noch weg. Zack, 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 zack. Einfach alles weg hier. Dann ist es auch schon teilweise zum Ansatz da. Und müsste auch eigentlich passen. Also hier mache ich es glaube ich nicht, weil hier bräuchte ich noch den Platz. Und hier machen wir auch noch eine Reihe hin, würde ich sagen. Oder noch zwei Reihen. Machen wir noch zwei Reihen hin, weil da ist ja auch die Truhe. Und die Truhe muss ja ein bisschen stehen bleiben, solange bis wir alles umgesetzt haben. Und es kann dann schon eine Weile dauern. So. Jetzt machen wir einfach noch das weg. Ich habe auch ein bisschen an Planänderungen gedacht. Ich habe mir auch letztens wieder ganz neue Spiele geholt. Zum Teil verrate ich es noch nicht, was ich gerne Let's Playen werde oder Let's Playen tue. Und ich hoffe, es gefällt euch. Ich weiß es nicht. Es sind aber ganz, ganz coole Let's Plays. Und die werde ich dann auch wieder anders reinbringen. Es wird auch wieder eine kleine Planänderung geben. Es wird montags wahrscheinlich kein Minecraft kommen. Bin mir aber nicht sicher, weil ich muss das nochmal mit MS Universe absprechen. Normalerweise machen wir das eigentlich immer montags, dass es immer montags oben ist. Aber ich habe halt mir ganz viele neue Spiele geholt und die würde ich alle im Projekt mit reinbeziehen. Aber ich muss was essen. Will ich eigentlich alle mit reinbeziehen, also die Let's Plays. Und es wäre schon cool, wenn dann jeden Tag eine andere Version vom Projekt kommen würde. Das wäre halt schon interessant, weil Minecraft geht ja ewig, genauso wie die anderen Let's Plays hier, wo ich hier noch habe, auf meinem Channel. Also Shadowman zum Beispiel jetzt nicht. Aber ich glaube, mein WoW-PvP ist noch drin, aber das habe ich ja pausiert momentan. Oh, jetzt habe ich eine Skype-Nachricht bekommen. Und wieder eine Skype-Nachricht, kleinen Moment. Dann werde ich das ein bisschen umschalten. So, und ich werde auch angegriffen. Oh, schnell weg, 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 weg. So, wir haben die Skype-Nachricht deaktiviert. Dass jetzt momentan zwar Nachrichten kommen, aber kein Sound mehr. Mist, das war jetzt halt in der Aufnahme drin, ich kann nichts dafür. Ich werde das nächstes Mal ändern und ja, wegen der Let's Plays, wie gesagt, ich weiß nicht, wie das jetzt aussieht, ob ich da irgendwie andere Projekte reinschmeiße. Resident Evil ist momentan auch passiert. Ich muss gucken, dass ich das wieder zum Laufen kriege. Dass ich das Spiel weiter Let's Playen kann. Deswegen lasst euch da einfach überraschen, was für Tage da kommen und was für Let's Plays da kommen. Ich kann es euch nicht genau sagen und ich würde sagen, ich beende auch jetzt die Folge wieder für Minecraft für heute. Und wir sehen uns dann am Montag wieder, wenn es heißt. Also, ich denke mal am Montag. Ich spreche das jetzt nochmal mit MS Universe ab. Vielleicht mache ich auch noch ein kleines Infovideo, dass ihr nochmal eine kurze Einblendung seht von meinem Channel. Und dann, ja, war es das für heute. Wir haben jetzt hier ein paar kleine Striche gemacht. Manche wissen schon, was es ist, manche nicht. Und da ist ein Zombie. Zombie! Stirb! Ah! Tot! Hey! So, auf jeden Fall, ihr wisst ja schon, was es sein könnte, oder ihr wisst schon, was es ist, und wir sehen uns dann einfach im nächsten Part wieder. Bis dahin, euer Doomsday. Ciao.